Raketen! In diesem Video zeige ich euch meine Fashion Looks, die vom Kinofilm Alight mit Brad Pitt und Mario Cotillard inspiriert sind. Der Film kommt am 22. Dezember in die Kinos und handelt von einem Geheimdienstoffizier, gespielt von Brad Pitt, der 1942 in Nordafrika auf eine französische Resistance-Kämpferin trifft und die wird gespielt von Mario Cotillard. Natürlich verlieben sich die beiden und natürlich gibt es dann auch ein großes Drama, aber das müsst ihr euch dann alles im Kino ansehen. Wenn man sich mit den Outfits im Film beschäftigt, dann kommt man natürlich nicht drum herum, sich auch mit der Geschichte von 1940 bis 1950 zu beschäftigen. Und ein paar modische Details verrate ich euch jetzt. Man kann sagen, dass es in den 40er Jahren gerade in Deutschland und auch in Europa kaum modische Highlights gab. Das Ganze hat sich dann eigentlich erst nach Kriegsende mit Christian Dior geändert. Gerade als der Krieg angefangen hatte, wurde die modische Entwicklung in Europa unterbrochen. Also in vielen Ländern herrschte Stoffrationierung und es war auch absolut angesagt, dass man eben praktisch gekleidet war. Besonders in England und auch in Deutschland wurde ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Frauen eben sehr gepflegt und adrett aussehen. Also man wollte keine Spitzen sehen, keine Rüschen, keine tiefen Dekolletés. Also darüber haben sich vor allem auch gerade die Franzosen lustig gemacht und die haben vor allem auch die deutschen Frauen gerne mal als graue Mäuse bezeichnet. 1947 hat sich die Mode dann aber gewandelt, oder zumindest die Pariser Couture, denn Christian Dior war plötzlich da und hat seinen New Look vorgestellt und der war eben besonders elegant und besonders weiblich und ich finde, einer meiner Lieblingslooks im Film von Mario Cotillard zeigt gerade das. Also wenn ihr euch mal dieses Foto jetzt anschaut, waren lange Glockenröcke, weite, stoffaufwendige Faltenröcke, eine enge Taille, natürliche Schultern, also ohne diese Polster. Das alles hat eben die Weiblichkeit betont und durch diese schmalen Oberteile kam auch das Korsett wieder in Mode. Das hat allerdings noch bis in die 50er Jahre gedauert, bis sich das Ganze dann durchgesetzt hat. Handschuhe passten farblich zu Handtaschen und Schuhen, auch so die Hüte, die hatten ganz breite Ränder und es sollte eben alles so ganz besonders elegant und feminin aussehen. So, und jetzt die spannende Frage, wie würde ich diesen Look in die heutige Zeit transferieren? Wie würde das bei mir heute aussehen? Schaut euch das jetzt mal an. Ich habe mich zum einen für eine helle, pastellige Variante entschieden. Ihr seht hier auch einen wadenlangen Faltenrock, den ich jetzt hier statt mit einer Bluse, das war mir dann doch ein bisschen zu spießig, doch mit einem Crop-Top oder sagen wir mal Crop-Pulli kombiniere. Das ganze Outfit, finde ich, betont eben auch die Weiblichkeit. Es hat eben diesen weiten Rock, es hat die enge Taille und das ist halt ein Look, der mich total an das Outfit von Mario Cotillard erinnert, aber eben in unsere Zeit heute passt. Der zweite Look, der kommt etwas dramatischer daher, einfach weil er komplett schwarz ist. Also die Linien, die sind gleich wie beim ersten Outfit. Ihr seht auch hier den weiten Rock, den ich dieses Mal aber mit einem Body mit V-Ausschnitt kombiniert habe. Das ist auch so ein Samtbody. Das finde ich eben auch unfassbar feminin. Das sieht elegant aus und auch dieser Look ist einfach sexy, weiblich und erinnert mich eben an die 40er, 50er Jahre. 1940 bis 1950 war auch die Dekade, in der Hosen allgemein für Frauen immer mehr akzeptabel wurden. Ursprünglich wurden die ja nur in den Fabriken getragen, aber die Frauen, die haben das als so praktisch empfunden, dass immer mehr, immer lieber eben diese hochtaillierten und weiten Slacks getragen haben. Also Slacks heißt übersetzt Hose und auch Mario Cotillard trägt im Film so einen Look und hier fand ich die Farbe total schön. Also gerade dieses Olivgrün, das hat sowas von Army-Look und ich habe auch lange nach einem Outfit gesucht, das vom Schnitt dem Ganzen ähnelt, aber dann eben auch wieder in die heutige Zeit passt. Und ich habe dann eben das hier gefunden. Dieser olivgrüne Overall. Und ihr seht, ich habe mich hier eben für so eine trendy Culotte-Variante entschieden. Die Hose ist also etwas kürzer. Ja, Culottes sind ja momentan so angesagt, dass ich bei diesem Overall, ach, ich musste da sofort ja sagen, das hatte mich eben auch daran erinnert und dieser Look, der hat eben auch etwas Starkes, etwas Feminines, zugleich sexy und ich finde, damit wird er auch dem Look von Marion Cotillard gerecht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, ich mag keine Overalls und für die habe ich diese Variante hier mal rausgesucht. Ich habe mich auch hier für eine Culotte entschieden, wobei ich bin zu klein, das ist fast schon keine Culotte mehr. Aber die kombiniere ich mit einem klassischen Hemd und auch das ist eben für mich ein ganz starker Look, den man mit Statement-Ketten pimpen kann, mit High Heels oder auch mit anderem schönen Schmuck und
Ich meine, das ist ja dann definitiv auch was für die Silvesternacht. Ich finde das ein cooles, weibliches, feminines, starkes Outfit. So, kommen wir mal zum Make-up. Also ihr wisst ja auch, ich bin jetzt nicht der Make-up-Profi, aber gerade auch alle anderen, wenn ihr sagt, so nee, Schminken ist nicht so meins, ich sag's euch, die 40er Jahre sind dann genau das Richtige dafür. Denn in den 40er Jahren war der rote Lippenstift total angesagt. Also egal wo man war, selbst auf dem Land, hat man junge Frauen nicht ohne roten Lippenstift gesehen. Und dabei wurde auch der Mund immer ganz voll ausgemalt, beziehungsweise auch schon über die natürliche Lippenlinie hinaus ausgemalt. Und Augenbrauen waren auch ganz fein geschwungen und die Form wurde auch ganz behutsam nachgestrichelt. Also Extremes war out, sowas wie Rasieren zum Beispiel. Rasieren war in den 30ern total in, aber in den 40ern überhaupt nicht mehr angesagt. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Outfit ihr am liebsten anziehen würdet. Und wer jetzt den 22. Dezember noch überhaupt nicht abwarten kann, der kann sich hier den Trailer zum Film Alight anschauen mit Brad Pitt und Marion Cotillard. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Wünsche euch auch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, die Raketen. Tschüss. Ich schlafe auf der Couch. Du schläfst auf dem Dach. In Casablanca machen das die Ehemänner so. Sie beobachten uns. Jetzt küss mich. Man sagte, du wärst schön und gut. Gut bei dieser Art von Arbeit zu sein, ist nicht sehr schön. Weißt du, wo du nach dem Krieg hingehst? Nach dem Krieg spielt es keine Rolle, wo ich bin. Wir haben einander gefunden. Komm mit mir nach London. Werde meine Frau. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Commander, unsere Agenten haben einen feindlichen Funkspruch entschlüsselt. Es geht um ihre Frau. Was wir Ihnen jetzt sagen werden, fällt uns nicht leicht. Hey, was ist mit meinem Kuss? Alight, ab 22. Dezember im Kino.